Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich spiele hier Karrieremodus auf schwer und habe jetzt Gerste gedroschen. Habe jetzt einen Teil des Feldes also selber gekuppert. Wie man sieht, der Helfer, weiß nicht warum der Helfer das Feld mehr bearbeitet, statt also längs nach. Lagere ich das noch ein, dann fahre ich zum Händler und dann habe ich mir vorgenommen, nachdem ich paar mal das Feld mit Raps eingesät habe, dann verkauft habe und jetzt etwas Gerste gekauft habe und dann etwas jetzt schon einlager. Die Karte kann man auch sich anschauen auf Twitch TV beim Eurotruck. Naja, eigentlich heißt da Trucker Berlin. Der spielt aber oft einen Eurotruck Simulator 2 auch. Aber er spielt eigentlich öfter jetzt LS15. Habe ja von denen die Karte bekommen. Na. So. Kettensäge muss ich mir auch noch kaufen. Jetzt wollen wir ja nochmal rauf, den Hänger raufbringen. Aber den Hänger, den könnte ich mir hier abstellen, auch hier unten. Ich habe ja oben ein Feld größeren. Kann ich ja dann noch vielleicht noch was anderes brauchen. Na, ein bisschen schief bin ich. Muss ich mal schauen, hier zum Händler komme. Geradeaus. Ja, da ist der. Der geradeaus und dann vorne irgendwann mal rechts. Dann ist der Händler. Ah! Mei, ist das gut. Upsa. Hinten irgendwo muss der Händler sein. Ist das schon der Händler? Da. Ich habe ja ein paar Sachen gekauft, die müssten noch dann hier irgendwo rumstehen, oder? Ah ja. Wo ist jetzt die Sachen? Bankomat? Ah, da vorne stehen die Sachen. Ah ja. Na, was ist jetzt los? Och, da kann man durchfahren. Ha! Ob das Schild so. Weiß ja nicht, warum das Schild so hinschnalzen. Mhm. Gut. Aber das ist schon ein komischer Style. Ob das auch funktioniert? Kollege hat gesagt, es funktioniert nicht.
Hä? Was ist das? Da ist auch eine Hängerkupplung drin. Ja, mei. Ja, schauen wir noch, ich wollte noch eine Kettensäge kaufen. Ja, ich nehme mir die Johnseret, weil ich habe meine Johnseret gehabt. Kaufe. Okay. Falsche Taste. Mal schauen, ob es auf der Karte auch da den Teich gibt oder was das ist. Ich bin jetzt hier. Dann muss ich jetzt hier vorne rechts abbiegen. Also hier der Wasserfall, den hört man schon. Also muss es den eigentlich auch hier geben? Wow, da geht's runter, sage ich euch. Schöne Promenade. Ah, die Leute, die haben Anstand. Die gehen hier alle auf der St am Wegesrand gehen die hier entlang. Muss ich mal schauen, ob das hier geht oder nicht geht. Fällen wir einfach hier erstmal hier den Baum. So. Ziehen wir mal die Handbremse im Motor, lassen wir laufen, weil ich brauche ja den nachher noch. Oh. Ah, hier, es klappt hier ganz gut.
glaube, wir ziehen mal die Handbremse. Nehmen wir ja mal, ob mal, was wir jetzt eigentlich mal verdienen. Ups. Da 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 da. Upsa.
Upsa. Bin ich mal gespannt, jetzt habe ich 26.570 oder 69, korrigiere 68, der Alpha kostet mir Geld, ganz schön. Aber nicht viel, naja. So, das war's erst einmal. Eine weitere Folge kommt wieder. Schaut's wieder rein. Ich sag mal Servus, grüßt euch, euer Franz.